Hallo, ich bin Philipp Haas von InvestorTV. In diesem Video möchte ich euch Shift 4 Payments vorstellen. Das ist ein Zahlungsanbieter, der sich jetzt auch in verschiedene Verticals erweitert hat. Ursprünglich kommt er sehr, sehr stark so aus dem Entertainment, also so Sportstadien, macht jetzt aber deutlich mehr, auch durch Zukäufe. Zum Beispiel werden die Zahlungen von SpaceX abgewickelt. Wir sehen hier die drei Verticals sind Reise, Essen, Einzelhandel, Sport und Entertainment, Casino und Online-Gaming auch, E-Commerce und Spezial, wo hier dieses Starlink, was natürlich eine Möglichkeit wäre, Starlink ist ja noch nicht an der Börse, ein bisschen indirekt, minimal davon auch zu profitieren. Zahlungsabwicklung, was bedeutet das? Ja, die tun dann die verschiedenen Zahlungsmodalitäten anbieten. Ein bisschen so wie Adyen, wobei ich würde sagen, Adyen ist wahrscheinlich technisch nochmal ein bisschen weiter. Müssen Risikomanagement machen, müssen dann auch gucken, darf der kaufen oder nicht? Welche Zahlungsmodalitäten biete ich dem an? Macht dann auch die Abwicklung und bekommen halt dann immer einen kleinen Teil dieser Transaktion, was per se eigentlich ein ganz attraktives Geschäftsmodell ist. Ja, ich wachse mit Inflation, ich habe eine skalierbare Lösung, da ich eigentlich einen Fixkostenblock habe und wenn dann mehr Volumen drauf geht, dann verdiene ich dann auch mehr. Und das ist vielleicht auch das Interessante, die Aktie war eine typische Wachstumsaktie mit Verlusten, die jetzt aber gezeigt hat, dass, wenn man den Schalter umlegt, hier doch auch ordentlich schnell Geld verdient werden kann. Bevor es aber weitergeht, ganz kurz der Hinweis, ich bin indirekt minimal hier in Shift 4 investiert. Daraus können sich Interessenskonflikte ergeben, das hier ist keine Anlageberatung oder Anlageempfehlung. Dazu gibt es auch noch diese Terminals, wovon von Ihnen vor allem halt die Software kommt, also Point of Sale Solutions, arbeiten auch mit zum Beispiel mit Toast zusammen, sowas ähnliches wie Rectron Systems. Hardware kommt wahrscheinlich auch sowas von wie PAX Global und da kann man natürlich dann auch viel so Business Intelligence Lösungen und sowas draufhauen. Gehen wir mal in die Investorenpräsentation rein und hier sehen wir auch schon die Zahlen. Also das Wachstum ist weiterhin sehr, sehr stark intakt und ist auch profitabel, haben da die eigenen Erwartungen geschlagen. Und die Firma wird von dem Jared Isaacman geführt, den man bei Netflix unter Inspiration 4 Mission sehen konnte. Er ist ja dieser in dem Blauen der Mitte. Darauf kommt wahrscheinlich auch so ein bisschen die Partnerschaft mit Starlink. Also er ist auch ein Freund von Elon Musk, für die, die das interessiert. Und er hat das Unternehmen mit 16 gegründet. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, es gab zuletzt meiner Meinung nach einen relativ schlechten Short Report und da hat er geschrieben, for those betting against us, keep in mind, der 4. Mai is just around the corner. Also da muss man schon sehr bullish sein, um so einen Satz rauszuhauen. Indirekt wird er eigentlich damit gesagt, dass die Zahlen besser sein sollten als die Erwartungen, was natürlich auch kurzfristig mal interessant sein kann. Aber auch sonst ist man eigentlich immer noch auch im Aufwärts Trend und hat eine Bewertung von jetzt einem zukünftigen KGV von um die 20, was meiner Meinung nach gerade, wenn die Schätzungen dann hier zu konservativ sind, nicht zu viel sind für was hier beim Gewinn und Umsatz 30-40% noch wächst. Also diese Corona-Delle sieht man hier nicht. Das hat natürlich auch den Vorteil, warum nicht, wenn ich halt solche Kunden habe wie Entertainment, das haben die Leute natürlich jetzt gerade Corona mehr genutzt und da wollte man gerade im Servicebereich, ne, die Krise ist ja eher dann so im Digitalsektor, in E-Commerce gewesen und die Leute wollten ja wieder Geld ausgeben für Services und davon haben sie profitiert und das wäre jetzt die These, sollten sie weiterhin profitieren. Wir sehen hier ein sehr, sehr starkes Wachstum in allen Bereichen und halt auch eine erreichte Profitabilität, was so in der Kombination auch jetzt nicht so viel gibt, extrem hohes Wachstum, Profitabilität und eine Bewertung in diesem Bereich. Hier sehen wir typische Kunden und Events. Ne? 4th Street, wir werden wahrscheinlich mehr die Amerikaner kennen. Und sie haben jetzt auch ein neues System, dieses SkyTab, was auch in die Cloud geht. Das war davor auch noch viel, sag ich mal, remote, also nicht in der Cloud. Also da hat sich das Produkt auch nochmal verbessert. Und hier so verschiedene Kunden aus dem Entertainment-Bereich. Also das hier ist so das Kernbereich Hotels, Entertainment und sie gehen halt jetzt, wie gesagt, auch durch Zukäufe in neue Bereiche, haben eine Partnerschaft jetzt auch mit PayPal, dass sie das anbieten
und vor allem halt das Thema, was ich sehr spannend finde, Starlink. Und interessant, sie werden jetzt PayPal mehr pushen auf ihrem Checkout-Bereich und wenn dann das Anteil von PayPal steigt, werden sie überproportional vergütet. Kann natürlich auch eine Win-Win-Situation sowohl für PayPal als auch Shift vor sein. Der Ausblick fürs nächste Jahr auch weiterhin stark, ja, Wachstum so um die 30%, Profitabilität noch ein bisschen mehr. Also die Rule of 40 wird ja allein mit dem Wachstum erfüllt. Dazu ist die Margen auch sehr, sehr hoch. Also wenn diese Zahlen so kommen, dann sollte in einem normalen Umfeld auch der Aktienkurs hier von profitieren. Ist aber natürlich auch ein bisschen eine Wette auf diesen doch aggressiven Gründer. Aber solche Leute sind wie im Normalfall halt lieber als irgendwelche Verwalter, die irgendwie 10 Jahre bei eBay oder sowas waren. Deswegen vom Fazit, ich glaube, die Schätzung fürs nächste Jahr von 2,30 Dollar sind eher ein Tick zu konservativ. Aber selbst wenn das jetzt stimmt, ich denke, bei dem Wachstum ist die Aktie aktuell fair bewertet. Aber wenn ich halt hier weiter 30% wachse und eine faire Bewertung kaufe, dann könnte eigentlich das auch schon mal eine Aktienrendite sein. Dazu, wenn sie halt weitere neue Verticals erobern. Was mir halt auch gut gefällt, ist nicht so eine typische Venture Capital finanzierte Firma, sondern eher eine Bootstrap-Firma, auch so von der Kultur. Und kurzfristig gibt es halt dieses Rückenwind. Der Service-Sektor sollte auch diesen Sommer auch noch weiterhin stark sein. Travel und solche Themen, also Leute wollen da schon auch noch weiterhin Geld ausgeben. Und auch kurzfristig halt diese doch sehr bullische Antwort auf den Short-Report, muss man natürlich schauen. Ne? Also wenn sie jetzt da schlechte Zahlen liefern würden, das würde natürlich den Case dann auch irgendwie ändern, weil dann natürlich seine Glaubwürdigkeit auch ein bisschen beschädigt wird. Aktuell für mich natürlich eine minimale Beobachtungsposition, aber halt so ein doch Qualitäts-Growth-Titel, wobei produktseitig vielleicht noch andere gibt, die besser sind, aber von den Finanzzahlen ist es schon sehr, sehr stark. Kennt das jemand? Aktie ist, glaube ich, noch ein bisschen auch unterm Radar. Gerne kommentieren. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.